ich begrüße euch zu einer weiteren Runde hier bei Baphomets Fluch. Und in der letzten Folge hatten wir uns hier im Pub ein bisschen genau umgeschaut und rausgefunden, dass dieser nette Herr hier, Sean Fitzgerald, anscheinend doch irgendwie bei den Ausgrabungen beteiligt war, das aber nicht zugeben möchte. Alle hier anwesenden Personen in der Kneipe haben das mehr oder weniger bestätigt. Er lässt sich aber nicht davon überzeugen. Wir schauen uns daher nochmal ein bisschen weiter um und gehen dazu erstmal wieder nach draußen. Und wir fragen den Jungen nochmal. Vielleicht hat der noch irgendwelche Hinweise. Der Kollege sollte echt was gegen seinen Schnupfen tun. So, wir sprechen ihn mal an. Hey, McQuire. Was? Was? Ja, wir gehen wieder zu den Ausgrabungen, ne? Als Thema. Bist du sicher, dass Fitzgerald bei der Grabung gearbeitet hat? Wieso? Natürlich hat er das. Würde ich sie anlügen? Naja, er sagt nein. Ich habe sie doch erst gestern Nacht zusammen gesehen. Warum hast du mir das nicht früher erzählt? Was haben sie gemacht? Pegram hat Fitzy eine Schachtel gegeben. Sah davon nicht besonders begeistert aus. Hab ich also recht gehabt. Aber wie kann ich ihn überreden, mir das Ding zu geben? Brechen Sie ihm die Flossen. Das könnte ich nie tun. Ich schon. Danke für das Angebot, aber ich versuche doch lieber eine subtilere Methode. Chinesische Wasserfolter? Weißt du, wo ich Fitzgerald finden könnte? Er ist drin, aber sie werden nichts Vernünftiges aus ihm rauskriegen. Wieso? Ist er betrunken? Schlottert vor Angst wie ein Lämmerschwanz. Total abgefatzte Nerven. Der Typ hat vor seinem eigenen Schatten Angst. Ja gut, wo wir den finden können, das weiß er ja schon längst. Also die Frage verstehe ich jetzt nicht. Aber okay. Wovor fürchtet sich Fitzgerald denn so? Vor allem und jedem. Dann sollte es ja nicht allzu schwer sein, ihn zum Reden zu bringen. Könnte sein, aber man darf's nicht übertreiben. Versuchen Sie es auf die sanfte Tour. Schmieren Sie ihm Honig ums Maul. Okay, na gut. Wir sprechen ihn dann drin gleich nochmal drauf an. Jetzt fragen wir ihn allerdings erstmal noch nach dem Edelstein. In der Zeitung habe ich gelesen, dass Pegram einen sagenumwobenen Edelstein gefunden hat. Bingo! Haben in Lochmarn alle drüber geredet. Eine ganze Woche lang. Du hast den Edelstein nicht zufälligerweise gesehen? Scheiße, nein. Ich denke, Pegram ist damit abgehauen. Ich an seiner Stelle, ich würde nach Amsterdam gehen, das Ding zerlegen lassen und dann verkaufen. Der könnte auch wie Rockefeller leben, statt Löcher zu buddeln. Okay. Ja gut, ist auch eine Ansicht. Bis später dann. Okay, Mister. Ja, dann gehen wir mal wieder rein und konfrontieren Fitzgerald nochmal damit. Hallo. Du wurdest gesehen, mein Lieber. McQuire sagt, er hat sie an der Ausgrabung gesehen. Und noch mehr, er hat gesehen, wie sie mit Pegram geredet haben. Ja, komm, sag was. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. Aha. Ich habe aber auch ein Pech. Müssen mich doch ein Krimineller und ein Idiot finden. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit? Ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Ich frage erstmal weiter zum Schloss. Was hat Pegram in der Burg gefunden? Den Eingang zu einer unterirdischen Kammer. War voll mit Erde und Schutt und wir haben sie für Pegram ausgegraben. Wir haben einen geheimen Raum entdeckt. Eine verborgene Kapelle. Interessant. Hat Pegram den Edelstein im Altarraum gefunden? Weiß ich nicht. Wir mussten rausgehen und er hat uns nicht gesagt, warum.
Eine halbe Stunde später ist er dann auch wieder hochgekommen. Der Mann war weiß wie ein Leinentuch. Er hat die Ausgrabung zugemacht und die Burg abgeschlossen. Hat uns alle weggeschickt. Das hört sich an, als ob Pegram etwas mehr als nur den Edelstein gefunden hätte. Hört sich sehr danach an. Also wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Marquet? Der Name sagt mir noch nichts. Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. Welche Leute? Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris, Jacques Marquet. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Okay, das Bild da unten ist wahrscheinlich dieser Marquet. Wer auch immer das ist. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. So, was jetzt? Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marn Edelstein gehört. Ja, was jetzt? Das klang nicht gut. Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, Maguire! Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier! Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Ne, die sind ja alle sehr solidarisch. Wir schauen mal und leisten erste Hilfe. Ich habe die Wahrheit über Fitzi erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Und geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzi aus dem Pub geschlossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es war zu schnell für den armen alten Fitzi. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Oh, Kerl, sag ich. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto. Ich glaube. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Was ist ein Leprechaun-Kobold? Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Ja, inzwischen sind wir schon sowas. Wie ein Spezialagent. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich hab nichts gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Ich zeig Ihnen doch mal das Foto. Hast du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbolzen. Nö, nie gesehen. Okay.
Schade. Bis später dann. Okay, Mister. So, was nun? Hier ist irgendwie was scheinbar kaputt gegangen. Konnte man im Video auch erkennen, da ist der Sportwagen irgendwie hier dagegen geknallt. Das Auto des Leprechauns hat die Plastikabdeckung zerbrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Das heißt was? Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Können wir jetzt hier was machen? Ich ziehe an der Falltür, aber sie ist von innen verschlossen. Oh, was war das? Der Abfluss ist mit einem Eisengitter gesichert, durch das ich das Rauschen von fließendem Wasser hören kann. Ich packe das Gitter und ziehe so fest ich kann, aber es rührt sich kein bisschen. Okay, wir gehen nochmal rein. Und die interessieren sich hier alle gar nicht für den Unfall? Verstehe ich nicht. Sprich nochmal mit dem Wirt. Gesundheit. Entschuldigung. Ja, Sir? Ja, ernsthaft, gibt's jetzt nur noch... Da ist draußen einer angefahren, den sie auch gleich gekidnappt haben. Und mit dem kann ich jetzt nur über ein Bier reden. Kann ich bitte noch ein Bier haben? Natürlich, Sir. Dasselbe nochmal? Ja, bitte. Wie wird das Zeug gemacht? Das ist das Geheimnis der Braumeister, Sir. Jedes Fass wird voller Liebe in traditioneller Weise behandelt. Aufgehängt an sorgsam geknüpften Seilen aus feinstem Hanf. In den Keller hinabgelassen unter Mithilfe der Originalschwerkraft. Wie Manna vom Himmel. Originalschwerkraft. Wer kennt sie nicht? Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Ich könnte sie für Sie reparieren. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Naja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Heute ist einfach nicht mein Tag, Okay, die zuckt auch nicht mehr. Okay, dann hat wahrscheinlich der Lieferwagen draußen die Elektrik scheinbar beschädigt, dass hier drin nichts mehr funktioniert. Moment mal, wir sind doch Elektriker. Ich weiß zwar nicht, was es mir bringt, hier so eine Zapfanlage und die Spülmaschine zu reparieren, aber wer weiß, für was das gut ist. Ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Hier meine Karte. Na, ist das nicht fantastisch? Oh ja. Hier ist ein Haus, das von unerklärlichen defekten Leitungen gequält wird. Und da sind Sie, ein Elektriker, mit einer kleinen Plastikkarte als Empfehlung. Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bierpumpe lasse. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Ach, Sesam, öffne dich. Wenn Sie damit fertig sind, schauen Sie sich dann mal die Pumpen an. Kann ich hier was eine machen? Elektropumpe, die über einen kleinen Schalter betrieben wird. Okay, gut, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Ich will gerade nach der Pumpe greifen, als ich zum Glück wieder zu Verstand komme. So eine unüberlegte Aktion in einem fremden Land mit seltsamen Bräuchen könnte leicht meine letzte sein. Okay. Wir gehen mal zur Spülmaschine hin. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik.
Eigentlich ist an der Spülmaschine nichts kaputt. Also die Elektrik. Hier oben? Ein Stecker, der an der Spülmaschine hängt. Ich benutze meine gesammelten Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrik, um den Stecker zu untersuchen. Für mich sieht der ganz okay aus. Ja, und jetzt? Also? Also was? Reparieren Sie nun die Spülmaschine oder nicht? Ja, schon. So war der Plan. Was hat denn der Typ hier liegen? Hallo? Ist irgendwas, was wir brauchen können? Gib halt her. Hallihallo. Tu das wieder weg. Oh. Gesundheit. Was? Was machen Sie denn da? Das ist eine Halskette, Jungchen. Oh, klar. Aus Stahldraht. Richtig. Eine Halskette für meine Süße. Wenn mein kleiner Liebling fühlt, wie sich die Kette um den schlanken Hals legt, gehört sie mir. Mir ganz allein. ja. Wenn ich eine Frau wäre, also mir würde so eine Drahtkette nicht gefallen. Ist auch nicht für eine Frau. Ich habe Gelüste auf was Besseres als Frauen. Fleisch, so zart und weich wie das einer Jungfrau. Knochen, so weich und weiß wie bei einem neugeborenen Kind. Kaninchen, Junge, das heizt mich an, Mann. Okay, gut. Sie machen also Schlingen, um Kaninchen zu fangen. Genau. Haben Sie ein Problem damit? Und ob ich das habe, tut das nicht ganz verdammt weh? Nur wenn ich meinen Finger reinkriege. Ich rede über die Kaninchen, tut es Ihnen sehr weh? Darauf können Sie Gift nehmen. Sehr sympathischer Zeitgenosse. Okay, das Thema ist auch wieder weg. Bis dann. Ja, vielleicht kann ich es mir schnappen, wenn er es mal wieder rauspackt. Na, komm. Doch nicht. Jetzt, los. Sobald der alte Macker mal nicht hinsieht, klaue ich mir sein Drahtstück. So, mit dem Drahtstück? Können wir vielleicht irgendwas überbrücken hier? Keine Ahnung. Ich überbrücke die Sicherung mit einem Stück Draht. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich bin allmählich so verzweifelt, dass ich bereit bin, alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord zu werfen. Entschuldigen Sie, Mr. Leary. Ich habe Ihre Spülmaschine repariert. Alles in Ordnung. Wahnsinn. Und ein Dankgebet an alle Heiligen. Und ein Bier für den Mann hier auf Kosten des Hauses. Okay. Könnten Sie sich jetzt mal die Bierpumpen anschauen? Könnte ich schon, aber versprechen kann ich nichts. Wenn Sie die Dinger nicht reparieren können, bricht hier ein Aufstand los. Die Pumpen sind im Keller, richtig? Richtig. Da unten liegt auch irgendwo eine Taschenlampe rum. Ach, da hinten ist ein Durchgang, oder was? Ah, okay. Dann gehen wir gleich mal da lang. Ziemlich blöde, hier eine Taschenlampe zu deponieren, in einem stockdunklen Keller. Die einzige Möglichkeit, hier überhaupt etwas zu finden, ist wildes Herumtasten. Hier geht's anscheinend wieder rauf. Die Musik klingt nicht gut. Also ich schätze mal, hier ist irgendwas. Aber eine Taschenlampe sehe ich nicht. Gut, das Einzige, was hier, was ich jetzt hier sehe, ist hier irgendein komischer Hebel. Oder meine Hand schließt sich um einen langen Stab aus Metall.
Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Die Musik macht mir ein bisschen Sorgen. Okay, hat sich jetzt hier was getan? Sieht nicht so aus. Ich ziehe am Hebel und ein Bolzen verschiebt sich knarrend. Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Von Metall. Ist das vielleicht draußen die Luke? Mal schauen, ob der uns überhaupt rauslässt, nachdem wir hier noch nichts repariert haben. Ich meine, wir sehen ja nicht mal Bierpumpen, also von daher. Okay, ich darf raus. Gesundheit. Na, der Rinnstein wird's. Vielleicht ist das wie Ladeluken oder so dergleichen. Ah, okay, geht auf. Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Ich sehe auf den gefliesten Boden runter. Viel zu weit für einen Sprung. Ach du Scheiße. Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Es ist Khan. Was ist los? Haben Sie gesehen, was hier vor ein paar Minuten passiert ist? Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen. Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Dem fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich bete, dass McGuire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. Okay. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Danke. Huiuiui. Geht's hier denn eigentlich weiter? Nö. Okay. Es sind nicht etwa meine Nerven, die mich davon abhalten zu springen. Es sind meine verdammten Beine. Sie wollen sich einfach nicht bewegen. Gut, dann gehen wir halt wieder ganz normal durch den Keller. Gesundheit. Hat man lang nicht mehr. Ja, gut, jetzt brauchst du doch keine Plötzlich Lampe mehr. Bemerke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Was das wohl sein mag? Vielleicht der Edelstein? Es ist tatsächlich Pegrams Edelstein. Ein großer, ungeschliffener blauer Stein. Als ich ihn aufhebe, wird mir bewusst, was für eine Faszination er ausüben kann. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ja. Hör zu, McGuire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo. Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage. Du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Learys Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich schon. Der alte Miesepeter verdient's nicht anders. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typ in diesem Anzug Ausschau. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Oder wenn er dich gerade überfährt. So, was haben wir hier noch? Ein paar Papiersäcke voller Müll.
Ich durchsuche den Müll, finde aber nichts Brauchbares. So, hat er jetzt eine Taschenlampe? Tatsächlich. Die Taschenlampe des Barkeepers. Wobei, leuchten muss man hier eigentlich nicht mehr. Ist ja alles hell genug. Ich durchsuche die Putzsachen, finde aber nichts, was brauchbar gewesen wäre. Irgendwelche Putzutensilien. Ein leerer Karton, in dem einmal Ätznatron war. Ätznatron? Der Karton ist feucht und matschig. Unbrauchbar. Ein Kalender mit dem vergilbten Bild eines preisgekrönten Karpfens. Ein rostiger Wasserhahn. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Okay, das nützt uns jetzt genau was? Nix. Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht, aber er tropft weiter. Ja, okay, gut, aber wo gibt's hier Bierpumpen? Weil das war ja meine eigentliche Aufgabe. Gut, die eigentliche Aufgabe war tatsächlich hier irgendwie... Gut, dass wir den Edelstein finden, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Sondern ich hätte eher gedacht, dass wir uns um die Ausgrabung von Pegram kümmern müssen. Ein großer blauer Edelstein. Oh ja. Ja, aber dann ist hier unten auch nichts mehr. Hier geht's wieder raus. Komisch. Ich spreche nochmal mit dem Barkeeper. Entschuldigung. Ja, Sir? Und auf den Edelstein werden wir ihn natürlich nicht ansprechen. Die Lampe? Ich habe Ihre Taschenlampe gefunden. Das sehe ich. Behalten Sie die mal besser, bis Sie die Pumpen repariert haben. Sagt Ihnen dieser Edelstein etwas? Boah, ist der schön. Sie hätten bestimmt nichts dagegen, wenn er echt wäre, was? Okay. Ja, also wir haben jetzt einen Edelstein. Was machen wir mit dem? Aber was haben wir auch davon, wenn wir ihm jetzt hier die Pumpen reparieren? Da kriegen wir zwar wieder ein Bier. Danke. Ach, wisst ihr, was ich gerade gesehen habe? So, hat er schon wieder ein Draht? Nee. Aber so ähnlich, wie er hier niest und ich ihm den Gegenstand wegnehmen kann, klappt das hier drüben vielleicht bei dem Handtuch auch. Der hebt er auch ab und an mal den Arm. Zu spät. Der Mann hat seinen Arm über das Handtuch gelegt. Unmöglich ist, da rauszubekommen. Ja, da warten wir mal noch kurz. Und, greif zu, komm! Jawohl. Als der Mann den Arm hebt, um zu trinken, kralle ich mir das Handtuch. Aber was mache ich mit dem Handtuch? Bier... Ein Handtuch mit der Aufschrift Goppelins Stout baut dir ein Buddy. Ah, ja. Das ist wahrscheinlich eine ganz spezielle Form von Buddy. Okay, gut. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Weil ich jetzt weder weiß, wie ich die Pumpen repariere, noch wie ich hier irgendwie... was ich jetzt mit dem Edelstein mache. Oder wir rufen mal noch Nicole an. Das ist, wenn ich auf die Uhr gucke, auch die letzte Handlung dann für heute oder für diese Folge. Vielleicht hat sie ja noch Hinweise für uns. So, Todrick ist nach wie vor hier drin. Aber den können wir, glaube ich, nicht gebrauchen. Es gibt keinen Grund, den Typen nochmals anzurufen. Wahrscheinlich bleibt das auch so. Gut, gehen wir zu Nicole. Also telefonisch. Hallo, Colar, j'écoute. Nico? Wer spricht da? Ich bin's, George. Oh, hallo George, wo bist du? Ich bin in Irland. Und, wie ist es da so? Irgendwie verschlafen, noch eher wie im Koma. Hast du mit Pegram reden können? Ich habe ihn noch nicht ausfindig machen können. Ich dachte, ich rufe lieber erstmal bei dir an.
Ist bei dir alles in Ordnung? Klar, mach dir keine Sorgen um mich, George. Irgendwelche Anzeichen von unserem Freund, dem Clown? Allerdings. Er erschien hier verkleidet als Leprechaun, als irischer Kobold. Was? Hat er dich gesehen? Er ist zurückgekommen und hat mit mir geredet. Du bist verrückt, George. Der Killer weiß, wer du bist. Immer mit der Ruhe. Er war nicht hinter mir her, sondern hinter Pegrams Edelstein. Ja, und den Edelstein haben wir jetzt. Und das hält er gar nicht für nötig, das Nicole zu erzählen. Na gut. Ich zerbreche mir jetzt abseits der Aufnahme mal den Kopf, wie wir hier weitermachen können. Und in der nächsten Folge habe ich vielleicht eine Idee. In diesem Sinne machen wir jetzt hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.